them two got perk in my system. I've been buying Birkins in rhythm. Save them for my wife when I get her. Right now, not the season for giving. Bossing up the city, that's a big move. Niggas always asking me the key. Till you own, you can't be free. Till you own, you can't be me. How we still. Wir lassen sich viel mehr Zeit dafür. Ja. Und das ist immer so alles ganz schnell, schnell. Ich will alles so ganz locker nur. Die quatschen. Kunde ist König. With the corner with no safety help. I perform like Josh Norman, I ain't normal nigga. So Freunde, gab ein Friseur gewesen, ihr habt die Aufnahmen gesehen. Ja, was hat der Friseur gekostet? Um die $50, ne, mit Trinkgeld. Eigentlich, ich muss echt schon sagen, ist schon teuer. So, was hat er jetzt gemacht? Er hat ja mein Bart jetzt ein bisschen gestutzt hier, ein bisschen sauber gemacht, unten die Haare halt gemacht. Die lassen sich halt im Allgemeinen auch gestern beim Einkaufen, ne? Die lassen sich halt extrem Zeit, auch in der Kasse. Ist alles voll entspannt so. Ja, bei uns ist halt alles nur so schnell, schnell. Der nächste, gleich die nächste Kasse öffnen und so. Also ich vergleiche das mit Lidl, ne, wenn wir beim Einkaufen sind. Und hier ist halt echt alles voll gediegen, ganz langsam. Irgendwo auch gut, aber irgendwo für mich jetzt war das halt ein bisschen nervig, weil ich bin eher so der Hektiker und will es immer schnell haben. Okay. Jetzt gehen wir gleich in diese Straße in L.A. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, sorry Jungs. Wo es die ganzen High-Fashion-Brands gibt. Nicht High-Fashion-Brands, das, die ganzen Labels halt, Supreme. Und den Rest, was da gibt, werden wir gleich abchecken. Freunde, hier ist anscheinend Supreme Drop. Ihr seht, der Hype ist real hier immer noch crazy, Mann. Ich kann damit nichts anfangen, aber wir können später mal reingehen, oder? Mhm. Ich glaube, ich stelle mich jetzt sicher nicht in die Schlange an. Crazy. So, Freunde, wir haben geparkt. Wir sind jetzt hier Fairfax. Das ist quasi so eine Straße. Da gibt es halt die ganzen Streetwear-Brands. Supreme, Flight Club. Hier ist gleich Flight Club. Da werden wir gleich mal reingehen und ich bin gespannt, was sie so haben. Ihr wisst, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Yeezy Quantum. Und ja, schöne G-Klasse, ne? Kann man auch machen. Ich bin gespannt, was die Straße hier so zu bieten hat. Und los geht's. Okay, wir sind hier im Fight Club, Freunde, aber die Preise sind unheimlich teuer. Hier ist eine Abgrenzung, ich darf hier gar nicht hin. Die Wand, guck mal hinter mir. Unbeschreiblich. Alle Sneaker einfach am Start. Die haben einfach alles hier, alles. Ich habe jetzt einfach nach irgendwelchen Sneakern gefragt und die haben einfach alles. Aber der Yeezy Quantum, der kostet hier einfach mal $2,200. Die Preise sind unbeschreiblich teuer hier. Also ich würde mir hier niemals einen Sneaker kaufen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal bei Round 2 vorbeischauen. Aber ansonsten hier... Kids. Hast du was gefunden? Nice, nice, ne? Ey, schön. Hier oben ist er übrigens. Ist der Energy Off-White. Auch nice. Natürlich gematcht mit Nike-Socken, ne? $800 plus Tax sind wir bei 880 Euro. $880. Ja, ist gut, perfekt. Okay, Freunde, ich bin echt gerade dabei, den Yeezy Quantum zu kaufen. Das ist $890 ist schon sehr viel. Ich freue mich gerade richtig aufgeregt, ne? Yeah.
Freunde, ich hab's getan. Ich habe mir den Yeezy Quantum geholt. Da ist er bei SoulStage. Der Preis war eigentlich ganz okay, so eigentlich wie man es online kennt bei StockX. Bei Fight Club, ich glaube, 3 Shops weiter war der Fight Club. Da war der bei über 2000 Dollar, viel zu teuer. Und ey, wir sind spontan an so einem Sonnenbrillenladen vorbeigelaufen. Sie wollte sich so eine Brille anschauen. Was war das für eine, wo du wolltest? Celine-Brille. Und dann haben wir einfach so die ganze Zeit gequatscht, so was ich so mache und was ich mir gekauft habe und so. Dann hat er mir eine Cartier-Brille verkaufen wollen, richtig cooler Typ. Und dann haben wir so gequatscht, ne, so, und dann sagt er, ja, ich muss jetzt zu Quavo gehen und so. Er hat bei mir eine Bestellung aufgegeben. Ich so, Quavo? Von Migos? Er so, yeah, man, he's a good friend und so. Ich so, oh mein Gott, überlegt, ne? Er hat einfach uns so eine Brille gezeigt. Eine Brille, die er jetzt gerade für Quavo gemacht hat. Und die sah übertrieben einfach aus, so voll mit Steine. Und ich dachte mir, oh mein Gott, nehme ich so einfach mit. Das wäre einfach zu krass, ne? So, Freunde, übrigens, wir sind jetzt hier in einem Laden, ne, mit komplett Brillen. Die haben richtig, richtig krasse Brillen. Der Typ macht hier übrigens Brillen auch für Quavo. Für Migos, und ich hole mir jetzt hier diese Cartier. Richtig schöne Uhr auf jeden Fall. Und du holst dir diese Celine, diese Vintage, ne? Mhm. Ne, ist nicht Vintage. Ne, das sind normale. Das sind normale, okay. Das Vintage. Das Vintage? Ja, yeah, it's okay. Anything that's discontinued is vintage. So you can't find, because it's not in production. So, like they have new ones that are like still. The old ones are. Ja, that's it. You can't get him. Okay, und das ist übrigens Sean. Er macht. So, what you doing for Migos? They're glasses, they're diamond glasses. Okay, nice. So, the ones that I posted on Hypebeast today. Er macht. You wanna see him? Yeah, show me. Okay, Freunde, wir sind jetzt gerade hier bei ihm, bei Sean. Er macht quasi für Migos, für Quavo. Macht er Brillen, und er zeigt mir jetzt eine Brille, die er für Quavo gemacht hat. Schaut's mal an. Das ist krass. Okay, Freunde, die Brille ist hier direkt für Quavo gemacht. Oh mein Gott. Halt mal die Box. So. Oh shit. Wow. Richtig krass. Man kennt die Brille, ne? Er hat immer solche Brillen an, und. How much is this? 30.000. 30.000 Euro Brille, Digga. Okay, so. So viel zu der Brille. Wir haben uns jetzt hier zwei andere gekauft. Einmal eine Celine und einmal eine Cartier. Um die 860 Dollar. Ist ein guter Preis für beide, aber die hier, ne, 30.000, wenn ihr die auf dem Bild seht, denkt an mein YouTube-Video, Freunde. Quavo, Migos, ich habe sie zuerst in der Hand gehabt. Krass. Ja, einfach so, ja, ich gehe zu Quavo rüber, und ich dachte mir so, ja, vielleicht ist es irgendwie so ein Kumpel oder so. Ich so, für Migos? Crazy. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier auf der Fairfax und laufen ein bisschen rüber, ein bisschen durch. Check nochmal die Stores ab, was es so gibt, und ein bisschen Hunger habe ich jetzt wieder. Die Pommes waren lecker, ne? So, nach 4 Tagen, immer noch in der kleinen Schlange von Supreme. Nein, Spaß, Freunde, aber es sind ungefähr 4 Tage vergangen. Der gibt sich ordentlich. Jetzt stehen wir hier in der kleinen Schlange von Supreme. Und was erwartet dich so da drin? Was erhoffst du dir von Supreme? Gar nichts. Gar nichts, okay, ich auch nicht. Ich gehe mal in den Laden rein, check mal ab, was so geben wird. Ey, wenn es aber den Air Force Supreme geben würde, wieso nicht? Ach, gibt's niemals. Er hat den an. Er guckt mich an, ich filme ihn einfach. Da bin ich reingegangen, so alleine allgemein, so anfassen, muss man langsam machen, Security schaut dich überall an, dann aufnehmen darf man nicht, im Laden sind gefühlt 30 Securities, ey, voll der übertriebene Film, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, mal abgesehen davon, dass die ganze Stuff, den die da drin haben, also nichts gegen Supreme-Träger, ne? Aber kaufe ich mir lieber so einen schönen Vintage Adidas Pullover.